Moin erstmal, meine lieben Lieblingsbaggerloden. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Ich kann hier noch mal einmal kurz vielleicht die Lautstärke ein bisschen runternehmen. So müsste es gehen. Ja, wir sind wieder auf der alten Teile Melons 22 unterwegs. Es ist eine Menge passiert. Ich sehe jetzt gerade hier auf der 18. Da könnte ich noch mal ein bisschen was für den pH-Wert tun, aber wir sind auch, glaube ich, schon erntereif. Also von daher, alle Dude, das läuft, dann machen wir im nächsten. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum die 18 und warum ich hier auf diesem Grasfeld rumstehe. Es ist einiges passiert, muss ich gestehen. Ich habe jetzt die letzten Tage ein bisschen rumgedaddelt und ich würde mal sagen, wir gehen am besten erstmal auf die Map und gucken mal an, was ich alles so gemacht habe. Da sieht man es wahrscheinlich dann am besten. Hier erstmal. So, mein OBS hat gerade geflackert. Hier sieht man am ehesten, wie der Status ist. Ihr seht jetzt im Moment noch nicht viel, weil man kann schwer erkennen, welche Felder jetzt meine sind. Ich drücke mal hier X. Wir hatten ja die 52, das Grasfeld, und die 70 als Grasfeld. Das war ja schon unsers. Ich glaube, die 3 und die 8 und die 10 hatte ich auch schon. Und die 46, ne? So, und jetzt ist nämlich noch ein bisschen was mehr dazugekommen. 77 ist der Hof mit dem Anschluss hier oben. Da ist ja die Silageproduktion und die Heutrocknung und sowas. Hier oben die 78, da sind die Schäfchen. So, und dann habe ich mir noch ein bisschen was dazu gekauft, nämlich die 44. Das ist nochmal eine Weide. Die ist auch erntereif, da können wir demnächst das mal loslegen. Die 18, das ist auch eine Weide. Ich habe mir gedacht, wir brauchen, wenn wir mehr Tiere haben, brauchen wir auf jeden Fall mehr Grünland. Deswegen habe ich da zugeschlagen. Und ich habe mir die 19 geholt. Da müsste eigentlich Weizen draufstehen. Können wir gleich nochmal gucken. Und die 14, da ist Mais drauf. Das sind so die vier Felder, die ich noch dazu gekauft habe. Wir sehen es auch gleich nochmal am Kontostand, dass wir da deutlich runter reduziert haben, und ich glaube, so langsam komme ich dahin, wo ich hin möchte. Warum habe ich das gemacht? Das ist nämlich jetzt auch nochmal die Frage. Wir haben ja Kühe, wir haben Schafe und wir haben Hühner. So, aber für die Kühe habe ich ja bisher ganz normal auf althergebrachte Weise mit einem Futtermischwagen die Mischration produziert und hier reingebracht. Ne? Die haben auch noch gut zu fressen, die fangen langsam an produktiv zu werden, das steigt hier langsam alles so ein bisschen und ja, soweit eigentlich alles gut. Aber wir haben ja auch die Futtermischproduktion hier, den Futtermischer am Hof, und da sehen wir, da muss eine ganze Menge Zeug rein, und ich habe jetzt, glaube ich, das von der Anbautätigkeit, die wir auf den Feldern haben, eigentlich soweit alles demnächst in der Ernte oder zumindest im nächsten Jahr in der Ernte, sodass wir dann auch irgendwann halt in die Futterproduktion einsteigen können. Denn hier steht es ja, also wir müssen diese Sachen alle haben. So, jetzt ist aber eben der Punkt, wir müssen nicht alles davon haben. Ich habe zwar jetzt alles, aber wir müssen nicht alles davon haben. Wir können jetzt halt Silage nehmen, wir können Heu nehmen, wir können Stroh nehmen und wir können das Mineralfutter nehmen und hätten dann entsprechend die Menge Mischration hier. Ne? Also 100 plus 200 sind ja schon mal 300 plus 120 Stroh, dann sind wir schon bei 420 Liter und dann hätten wir nochmal 25 Liter Mineralfutter. So, dann sind wir natürlich schon sehr, sehr hoch, was das angeht, und würden dann aber nur 320 rausbekommen. Das heißt, wir packen sehr viel rein, kriegen aber entsprechend weniger raus. Dafür ist das aber auch mit einer Effektivität, so lese ich das zumindest raus, von 160%. Meine Felder, die ich habe, die produzieren mir jetzt im Endergebnis nachher auf jeden Fall Silage durch das Gras. Heu haben wir genug, da haben wir ganz viel Gras. Ich habe auf einem Feld Klee angebaut, ich habe auf einem Feld Luzerne angebaut, Stroh bekommen wir durch Weizen oder Tritikale oder was auch immer wir noch da so in Anbahnung haben. Ich habe ein Maisfeld, da werde ich also Maisstroh hier bekommen. Und weil ich mir die Getreidemühle gekauft habe, sollte ich auch in der Lage sein, Getreidestroh produzieren zu können. Also ich kann all diese Dinge, die wir hier haben, produzieren, bis
auf das Mineralfutter. Das funktioniert leider nicht. Und da sind wir dann gezwungen, das einzukaufen. Gut, soweit sind wir da auf jeden Fall erstmal auf dem Weg. Und dann habe ich, wenn wir hier nochmal auf die Felder gucken, hier Gras auf der 46. Da sehen wir, die 46 hat Klee. Die 10 hat Luzerne bekommen. Die 18 ist auch nochmal Gras. Hier auf der 19, das ist Weizen, genau. Auf der 8 haben wir Raps. Und hier unten auf der 3 ist Dinkel. Das ist ja immer so das, was ich in Planung habe. Und wie gesagt, ich habe mir hier die Mühle gekauft. Da müssen wir dann demnächst mal ein bisschen was reinschmeißen. Heute wird so ein bisschen Labervideo, um erstmal so den Stand hinzubringen. Und können wir mal in einen der Schlepper einsteigen. Dann sind wir wieder am Hof. Hier haben wir ja in der Produktion im Seedmaster Saatgut. Das läuft also auch wunderbar, sehr schön. Bin ich auch sehr zufrieden. Ich muss nur demnächst mal den Hof aufräumen. Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Wo ich mich jetzt ein bisschen wundere, ist natürlich, wir sind ein ganzes Stück in der Zeit vorangeschritten und haben bisher nur hier diese angebrochene Palette Eier. 108 Stück im Moment. Das ist ein bisschen wenig. Da hätte ich jetzt gedacht, dass wir irgendwie hier schon eine Palette stehen hätten. Aber ich hoffe, wenn wir auf den nächsten Tag wechseln, dass da dann etwas mehr steht. Wir haben ja auch nicht so viele Tiere, ne? Muss man dann auch entsprechend bedenken. Im Silo lagert auch schon eine ganze Menge. Mal gucken, der hier, nee, hier zeigt er mir das nicht an. Ich muss einmal ausdrucken, das ist die Werkstatt gewesen. Hier müsst ihr mir das anzeigen. Da haben wir Hafer, Raps, Triticale und Weizen. Weizen nicht mehr ganz so viel, weil wir damit halt eben unser Saatgut produziert haben. Den Flegel habt ihr, glaube ich, im letzten Video schon gesehen. So, und dann habe ich halt, um so ein bisschen auch den Überblick behalten zu können, noch was gemacht. Und zwar schleppe ich die Mod schon die ganze Zeit mit mir rum. Ich habe hier diesen Arbeitsplan, ne? Den gibt es als Mod. Und da habe ich mir halt eben die entsprechenden Felder einfach mal eingetragen mit den Feldnummern und was da drauf ist. Welche Früchte ich plane, habe ich jetzt nochmal komplett offen gelassen. Das muss ich nochmal nachhalten irgendwann. Beim Gras bleibt es natürlich Gras, das ist klar. Dann ist hier zu sehen, ob die Felder gekalkt sind, ob sie gekalkt werden müssen oder nicht. Da kann man dann ja eben reinschreiben, erledigt, nicht notwendig oder noch notwendig. Ne? Das sieht dann halt, steht dann eben nur notwendig drin. Gucken wir einfach mal direkt rein. Da sind den Arbeitsplan für so ein Feld einfach mal Überblick. Ich habe hier jetzt das Feld Nummer 46, da ist Klee drauf. Kalken ist erledigt, Pflügen brauchen wir nicht, haben wir eher abgeschaltet bei Precision Farming. Düngestufe 1, da habe ich den Klee eingesät direkt mit Dünger. Düngestufe 2, weiß ich gar nicht, ob das bei Precision Farming relevant ist. Das müssten wir uns dann nochmal angucken. Habe ich jetzt im Moment hier auf Kunstdünger stehen, auf erledigt? Nein, da müssen wir dann auf jeden Fall vielleicht nochmal ran. Striegeln ist hier im Moment nicht notwendig. Ich habe mir das auch alles aufgeschrieben nochmal am Zettel, damit ich das hier eintragen kann. Steine haben wir nicht im Spiel. Spritzen ist noch nicht notwendig. Ja, und dann sehen wir hier noch, dass das Walzen notwendig ist. Mulchen ist nicht notwendig. Und dann können wir statt, ja, können wir halt eben hier auch dann die nächste Frucht auswählen, die wir reinbringen wollen. Da muss ich nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Soweit bin ich noch nicht. Aber das ist jetzt erstmal so der Stand, wie ich jetzt erstmal versuche, eine Basis hinzubekommen. Jetzt haben wir ja zwei Punkte offen. Wir müssen bei einigen Feldern walzen. Das sehen wir hier vorne. Da ist das Walzen. Da steht dann halt bei einigen notwendig, bei den anderen nicht notwendig. Da sind auf jeden Fall eins. Da müssten noch irgendwie zwei, drei Stück mehr sein, die zu walzen sind. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das können wir dann hier nachtragen. Und wir müssen bei einigen Feldern auf jeden Fall auch den Striegel schwingen, den wir noch nicht haben. Das bedeutet, einmal müssen wir mit der Walze los und wir müssen einen Striegel besorgen. Und wir hatten ja auch gesehen, die 44 und die 18 sind erntereif. So, was mache ich da jetzt? Ne? Also, warte ich noch bis in den nächsten Monat. Wir sind jetzt im September. Ich könnte halt auch erst im Oktober dann die
Felder ernten, dann müsste auch der Mais so langsam soweit sein. Genau, dann kann ich den nämlich auch ernten. Da wir Mais Stroh produzieren wollen, muss ich dann mir noch ein Schneidwerk für den Mähdrescher besorgen, aber auch das sollte kein Problem sein. Und dann kommen wir so langsam ja, auf einen Grundstock. Ne? Dann können wir uns auch mal mehr Kühe kaufen. Im Moment habe ich, glaube ich, nur 10 Stück. Dass wir da halt eben mal so ein bisschen weiterkommen. So, Striegel. Dann gucken wir doch erstmal, was wir da noch so haben. Hier ist nichts bei, was ich jetzt so direkt gebrauchen könnte. Den Mahindra, da bin ich am überlegen, ob ich mir noch so eine schnelle Gurke dazu hole. Das weiß ich noch nicht. Aber weil ich auch noch was weiteres plane an Fahrzeugen, das sehen wir aber dann wahrscheinlich erst im nächsten Video. So, wo waren wir stehen geblieben? Beim Striegel. Gucken wir doch mal, was wir denn hier an Maschinchen finden. Hier mal ganz nach hinten. Wir haben hier die 6 Meter, wir haben die 4,50 Meter und wir haben hier von Horsch die 12 Meter. Das ist natürlich schon mal ein ganz schönes Teil. Ich finde das cool, dass der in der 3-Punkt hängt. Im Vergleich zu dem hier. Der ist 24 Meter. Braucht weniger PS. Boah. Bisschen viel auf der Map, oder? Also ich glaube, ich komme auch mit dem gut klar. Da kann ich in 200, da braucht 250 PS der Schlepper davor, der andere braucht 200. Ja, aber wir haben ja den 926, der hat 260 PS und haben den 936, also von daher, das sollte eigentlich überhaupt nicht das Problem sein. Das ist natürlich die Frage, ne? Wir haben hier einmal 95.000 für 12 Meter. Und 250 PS und hier brauchen wir nur 200 PS, haben 24,5 Meter und liegen sogar noch günstiger. Ich bin irritiert. Da haben wir 15 Meter, der braucht 150 PS. Das wäre natürlich noch cooler. Da können wir dann nämlich auch den kleinen 415 mit losschicken. Das ist so schön die Mitte und ist deutlich günstiger. Ja, das machen wir. Dann holen wir uns den hier. Ne, der ist deutlich günstiger, erfüllt genauso seinen Zweck. 15 Meter, das ist so nicht ganz in der Mitte, aber annähernd. Das reicht vollkommen aus. Dann holen wir uns den. Dann gucken wir nochmal, dass wir den Lieferspot hier auf der richtigen Stelle haben, damit der Händler uns das auch liefern kann. Ich will jetzt nicht zum Händler fahren. Kann er uns hier abstellen. So. Und dann holen wir uns mal hier den Treffler. Der sollte für das, was wir heute vorhaben, locker ausreichen. So, dann steht der da schon mal parat. Das ist super. Und dann kann ich mit der Walze los. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Es war jetzt so ein bisschen Information, ein bisschen kompakt alles. Ihr seht, ich habe die beiden Maschinen hier auch ordentlich gequält. Na, die muss ich jetzt gleich erstmal waschen und pflegen. Der hat gesät, was das Zeug hält. War eine schöne Arbeit, hat Spaß gemacht. Also hat wirklich Spaß gemacht, war richtig, richtig geil. Kann man nicht anders sagen. Also mit dem und dann halt eben mit der Lenkhilfe, sage ich immer. Das hat ganz gut funktioniert. Er hier genauso, der hat auch seinen Job wunderbar gemacht. Perfekt gelaufen. Wirklich gut. Kann man sich überhaupt nicht beklagen. Gekalkt habe ich auch noch mal zwischendurch. Also eigentlich sind wir hier auf einem echt guten Weg. Hat Spaß gemacht. Hier ist noch meine Walze, die jetzt demnächst in den Einsatz kommen wird. Da muss ich dann noch mal umbauen, weil im Moment ist sie als Messerwalze eingerichtet. Das soll natürlich umkonfiguriert werden. Jetzt haben wir hier die Graswalze, Zerkleinerungswalze, da haben wir jetzt die Feldwalze, genau das wollen wir haben. Können wir hier umkonfigurieren.
kostet uns auch nichts. Dann können wir die mit aufs Feld nehmen und können da schön unser Getreide festwalzen. Und dann machen wir gleich. Oder in 2 Tagen für euch im nächsten Video. Der Penzo sagt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass es heute mal ein Laber-Video war. Das war halt einfach, weil ich die letzten Tage eben mal so mehr oder weniger offscreen gespielt habe, auch nicht im Stream. Und erstmal ein bisschen vorankommen wollte und auch so die Grundlagen erstmal legen wollte. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter. Euer Penzo. Bis zum nächsten Mal.